Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon Smaragd und wir machen hier weiter, wo Marco aufgehört hat und ich frage mich, wo er aufgehört hat. Wir sind hier scheinbar auf dieser, in dieser Stadt, wo man diese Asche sammelt. Ich denke mal, wir müssen hier weiter durch die Route. Fritzelwitz ist besiegt, Belladonna. Haben wir ihn auf Level 26 drin gehabt? Weiß nicht, aber ich weiß, dass Creeper ein paar Level braucht. Ich habe einen Sonnenschirm, um diese staubige, widerliche Vulkanasche von meinem niedlichen Kamauk fernzuhalten. Seriously? Niemand, fucking niemand. Regenschirm für Kamauk. Okay. Ein Kamauk, wird zusammengerechnet. Aber wichtig ist, dass du hier eigentlich theoretische Typ-Vorteil haben. Weil Kamaup kannst mit seinen Bodenattacken nicht treffen. Aber ich glaube. Ja, ist gleich schön. Eigentlich dürfte mit dem. Mit der Asche überhaupt kein Sonnenlicht hineinstrahlen können. Keusch Pust, ich bin total außer Atem. Das ist schön, dass du völlig außer Atem bist. Komm unter meinen Sonnenschirm, ich trage dich in mein Pokédex-Vereinigung. So, ja klar. So, in der Wand ist eine kleine Einkerbung. Ja, das ist später für diese Geheimbasen. Ein Pokémon Tag Team Kampf, ein Doppelkampf. Ja, dann tausche ich mal mit Belladonna. Flo. Wir beide sammeln Asche. Wir beide kämpfen auch mit Pokémon. Das ist ein Statement, aber. Oh. Aber wo ist denn da bitte schön der soziale Aspekt dahinter? Pandium, Pandium. Flügelschlag. Konfusion. Sollte ja eigentlich recht schnell zu Ende gehen, der Kampf. Vor allem mit so einem Volltreffer. Ist Pandi eigentlich in der neueren Generation ein Feen-Pokémon? Könnt mir erstmal erzählen, also sagen. Dabei bin ich nämlich gar nicht mal so sicher. Warum man findet, dass Pokémon-Angreifen, wogegen es effektiv ist. So, ein Pandier ist weg. Fehlt nur noch das zweite. Übrigens, tut mir leid, falls in der letzten Aufnahme Matze ein bisschen leise war. Ich werde mich natürlich bei zukünftigen Aufnahmen darum kümmern, dass unser Gast auch etwas, zumindest so laut wie ich, zu hören ist. Tut mir sehr leid, aber wenn man so ein bisschen den Sound hochstellt, sollte man eigentlich verstehen, was Matze sagt. Den Matze-Man Randy Savage. Alles schon mal gut, dass wir. Wir haben verloren. Mir ist langweilig, daher sammle ich jetzt Asche. Niemand Asche sammeln. Dann noch. Come on. Schneckmark. Was hat Matze gesagt gehabt? Ich soll mein Zwangs irgendwie benennen, aber ich habe gerade keinen Bock auf Fights. Muss auch zu diesem Meteoriten-Shit. Wir haben einen Top-Ether bekommen und das heben wir uns alle schön für die Top 4 auf. Außerdem habe ich in den Kommentaren gelesen, dass Marco wohl Donnerblitz für Traster will. Heutigen Technologie ist schon eine wunderbare Sache. Nimm zum Beispiel diese Vulkanasche hier. Aus dem kann man Glas machen. Ja, das ist cool. Und hier kann man hier so bestimmte Gegenstände für seine Basis herstellen. Vor allem aus dieser Asche. Aber darauf habe ich jetzt gerade kein Interesse, daher könnt ihr mich mal. Lieber kämpfe ich gegen diesen Ninja. Aus der Asche erhebe ich mich. Hier! Herausforderung. Herausforderung tue ich dich. Herausfordern tue ich dich. Hier! Ja, der Ninja der Grammatik bin ich hier. Eine Herausforderung von Ninja, Junge. Eduard. Eduard? Edward. Eduard? Was? Smogmog. War das die physische Spezialverteidigung? Ich habe keine Ahnung.
Oder auch nicht. Bring dich halt selbst um. Und mich auch. Vielen Dank für nichts. Jetzt muss hier Schura dran. Swarong setzt. Doch, Swarong. Wer? Der setzt auch Finale ein. Nee, aber Giftwolke. Genauso ätzend. Haben wir Gegengift? Müsste ich mal nach dem Kampf schauen. Jedoch war sein Giftangriff wurde sofort mit Blut bestraft, denn jeder weiß, Giftangriffe ist laut Genfer Konvention verboten. Oh, war es ein Highroller? Warum hat das da plötzlich auf alles abgezogen? Bei den anderen war es nicht so. An Ehre, von dir besiegt zu werden. Ja, das sagen wir. Also hat eigentlich keiner, aber trotzdem danke. Ja, ich werde Zeuge der Registrierung auf traditionelle Ninja-Art in Pokénav. Cool. Gegengift haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Dann gehen wir weiter. Hier müssen Item sein. Ah, Doppeltier gefunden. Das ist nett. Auch den hier bekämpfen. Der Vulkanausbruch ist ein eindeutiger Beweis, dass die Erde lebt. Also aber nicht die Bäume, das Wasser und die Tiere drauf. Oh, ja. Ah, da. Ja, ich weiß, was er sagen will. Die leben ja auf der Erde. Ah, kann er hier mit seinem Philosophiekurs in der Schule mal diskutieren? Hier, ich bin hier, um meinen Pokémon fertig zu machen. Hier, Doppelkick. Nicht lange fackeln, hier einfach wegmachen. Leider bekommt noch ein bisschen XP hier. Wunderbar. Du bist auf die eine oder andere Weise stark. Mich hat das gerotzt, sei ruhig. Hypertank gefunden, das ist nice. Hier ein Doppelkampf. Die Wärme hier macht mich ganz schläfrig. Kampf mit dir sonst, kämpf mit mir, sonst schlafe ich hier noch ein. Mit diesen Flügeln frage ich dich vom Platz. Fege ich dich, what the fuck? Ich lese die Sachen, die es gar nicht gibt. Meryl und Panzeron. Panzeron hatte ich mir auch überlegt zu fangen. Wüsste halt aber leider nicht, was ich dafür weglegen soll. Ich weiß, dass Panzeron Spezialverteidigung, physische Verteidigung ist, deshalb ist Feuer hier, glaube ich, recht gut. Schurat Level 27, das sehe ich doch gerne. Schwalboss. Alter. Aber cheated, der Streamcast-Schreiber ist Level 19. Warum so auf das Poker einsetzen, wogegen es effektiv ist? Oh, come on. Double Team. Okay, das ist jetzt stark. Deswegen werde ich jetzt hier auch mal wie gesagt, warum auch das Pokémon angreifen, was schwach dagegen ist. Schwalbe aus Zweck, sollte wenig XP geben. Ja. So, Meryl ist auch weg. Jetzt fehlt noch das letzte Pokémon von ihm. Was ist es? Ein Lombrero. Alles klar. Fusion und Glut. Mugelieb, really? Keiner mag Mugelieb. Oh, er brennt.
Das ist ein Traum. Das kann gar nicht anders sein. Was? Ja. Oh Gott, Poco Center sofort. Was will die Dame an unserem Computer? Nur wir haben Zugriff drauf. Was willst du hier? Oh, hallo, wer bist du? Du hast Dave? Ich sehe schon, du bist ein Trainer. Das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe, auch. Ich bin durch simple Deduktion zu diesem Schluss gekommen. Du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten willst. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Lanette. Ich bin ehrlich erfreut, dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuch mich mal. Ich wohne in der Route 114. Nö. Das war das erste und letzte Mal, dass ich mit dir gesprochen habe. Frage mich, wie Pokémon wohl vor langer Zeit aussahen. Vielleicht kann man ja mit Fossil Maniac am Ortsrand etwas zu sagen. Ja, ich weiß jetzt auch, wo ich hier übrigens Schaufler bekomme. Das war so ein Item, was ich als Kind nie gefunden habe. Ich wollte unbedingt Rage Rock, Rage ist die Rage Eyes. Bist du das? Also, das ist der Attackenerlerner. Stimmt, der ist cool. Aber, was ich meinte, hier. Das habe ich damals nie gewusst, dass du hier musst. Hier durch. Damit ihm reden. Ich bin hier der Fossilmaniac. Ich bin ein netter Typ, der Fossilien liebt. Möchtest du ein Fossil haben? Die Fossilien in dieser Gegend gehören allerdings alle mir. Keines ist für dich, wenn du unbedingt ein Fossil haben möchtest. Geh in die Wüste und such dir einen bei den Felsen und im Sand. Vielleicht findest du ja dort eins. Okay, muss ich vielleicht erst Fossil haben, bevor ich von dem Schaufler bekomme, oder muss ich mit dem Kind dort reden? Mein großer Bruder ist der Fossilmaniac. Er ist ein netter Kerl, der Fossilien liebt. Er liebt auch Löcher zu graben. Dieses Loch hat er alleine gegraben. Das kannst du haben, damit kannst du Löcher graben. Wie mein Bruder. Ja, das ist Schaufler und das brauchen wir. Und wer, Marco, bringt es irgendjemanden bei, den ich nicht will? Ich liebe das Angeln, aber ich liebe auch das Kämpfen. Wenn mich jemand herausfordern will, bin ich bereit. Auch wenn ich angle. Das ist schön für dich. Ja. Schmerbe. Los, Grünpferd. Grünpferd, Flügelschlag. Uff. Wasser. Nicht schlecht. Ich liebe Kämpfen, aber das heißt nicht, dass ich gut darin bin. Ja, das kann ich unterschreiben. Von dem bekomme ich, glaube ich, Brüller. Alles, was ein Pokémon von sich gibt, ist Brüller. Niemand wagt sich nah heran. Seufz, wenn du magst, dann nimm mir diese Bürde, dieses TM ab. Dieses TM, also jetzt haben wir Brüller. Ich will die Seite. Ich bin nicht nur ein hübsches Gesicht. Ich habe da einen großen Fang gemacht. Riesig, sage ich dir. Das ist schön. Dann zeig mal her. Picknicker Luise und Luis. Wow. Schon wieder ein Schmerbe. Mogelhieb, really? Ah, zumindest verwirrt. Komm, hau dich selbst, tu mir einen Gefallen.
Danke. Hast dein Gut bei mir. Na gut, hätte ich jetzt Flügelschlag gewählt, wäre er natürlich tot. Wachstum, okay. Ich habe einen Ruckzuckhieb und er ist weg. Das war aber überhaupt nicht niedlich. Oh, warte, das ist seine Stimme. Was war das denn? Was für ein Sieg? Nicht groß genug? Was für ein Sieg? Nicht groß genug? So. Ich wollte das Item haben. Energiestaub. Was ist Energiestaub? Ich habe keine Ahnung und ich will es jetzt gerade auch nicht herausfinden. Oh Mann. Heute nur Kämpfe. Nach dem Essen muss ich Sport treiben. Also lass uns kämpfen. Das ist kein Sport, junge Dame. Das ist kein Sport. Barrel. Flügelschlag. Einigler, alles klar. Oh shit. Dann auch noch Volltreffer. Betrug. Los, Fritzl, Schiss. Fritzl, Schiss, Schockwelle. Lombrero. Sollte, glaube ich, funktionieren. Schockwelle. Bruh. Mal gucken, wie viel Funkenschwung macht. Nochmal schnell schauen. So. Oh nein. Tja, wurde doch nicht abgenommen. Dann nochmal zum Pokécenter. Heil die Pokémon. Dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen. So. Weil dieser Unlucky Crit bei Meryl war schon richtig unlucky, wie ich schon gerade erwähnt habe. Doch, müsst ihr auch gucken, wie wir weiter agieren. Vor allem, wann nimmt Marco mal Zickzacks raus? Doch mal was Vernünftiges reinpacken. Oh, Warblu. Ich glaube, das fange ich. Das fange ich. Aber ich muss auch gucken, wie ich dafür ersetze. Vielleicht Creepfan? Muss aber überlegen, ob ich den Creepfan oder Creepfan 2 nenne. Ja, ich hoffe, ich nenne den Creepfans. Nee, weiß ich nicht. Creepfan 2? Ich glaube, ich stelle einfach Cotti. Wegen Cotton. So.
Aber das war's auch mit der Episode, meine Freunde. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und vergisst nicht, Asche zu sammeln, damit ihr euch neue Möbel kaufen könnt.